Hallo Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. In der letzten Folge sind wir Zeuge dieser netten Unterhaltung geworden, aber das wollten wir eigentlich gar nicht wissen. Wir wollen kein Teilnehmer der Akademie der Winterfeste werden. Wir wollen eigentlich die Schriftrolle der Alten, beziehungsweise wir sollen jemanden suchen, der weiß, wo sich diese Schriftrolle der Alten befindet. Wenn wir jetzt mal da oben auf unsere Anzeige schauen, dann sehen wir, dass unser Ziel da vorne irgendwo sein muss. Und genau da möchte ich mit euch jetzt erstmal hinrennen. Da sind wir nämlich in der letzten Folge gnadenlos vorbeigelaufen und haben uns dann die nette Plauderei da vorne angehört. Aber das ist egal. Wir schauen uns jetzt mal hier rum. Da geht's zum das Arcaneum. Arcaneum. Naja, gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was sich dahinter verbirgt. So ein Treppenhaus. Okay. Können wir uns auch anschauen. So, und irgendwie ist gerade Schmutz auf meinem Mauspad hier. Moment, ich muss gerade mal die Maus abheben. So, jetzt müsste es wieder gehen. Und mal ein bisschen näher zu mir holen, das gute Stück. So, okay. Da vorne, glaube ich, ist auch schon mein Ziel. Genau, da sitzt er. Den werden wir jetzt mal anhauen. Urak Groschub. Schöner Name. Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcaneum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich brauche deine Hilfe. Ich will wissen, wo die Schriftrolle der Alten ist. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. So, jetzt habe ich aber hier noch eine Option gerade eben gesehen. Ich muss einen Mottenpriester finden. Das ist eine Quest, die schon seit vielen, vielen Folgen offen ist. Jetzt habe ich scheinbar einen gefunden oder zumindest jemand, der auch weiß, wo einer zu finden ist. Deswegen werde ich, bevor wir das mit der Schriftrolle machen, das erst nochmal anklicken hier. Und dann hoffen, dass die eine oder andere Quest vielleicht beendet ist. Ich muss einen Mottenpriester finden. Ein Mottenpriester? Wozu beim Reich des Vergessens braucht ihr denn einen Mottenpriester? Die Sache geht nur mich etwas an. Sagt mir einfach, was ich wissen muss. Schon gut, ihr müsst ja nicht gleich aus den Galoschen kippen. Die offensichtliche Antwort lautet, geht in die Kaiserstadt. Die Mottenpriester sind im Weißgoldturm zu Hause. Manchmal sind sie unterwegs, um nach einer Schriftrolle der Alten zu suchen. Euer Glück, dass momentan ein Mottenpriester genau deswegen Himmelsrand durchstreift. Er hielt an, um Nachforschungen in der Bibliothek anzustellen, bevor er nach Drachenburg aufbrach. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn womöglich noch. Okay, und da war sie schon wieder, die Schriftrolle der Alten. Also sucht aktuell auch einen Mottenpriester nach der Schriftrolle der Alten. Das wird ja immer interessanter. So, der haut jetzt allerdings wieder ab. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie er mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, das ist ganz klar. Wenn ich mir das jetzt aber mal betrachte, so viele Bücher gibt es hier gar nicht. Wir hätten hier zwar massig Platz für Bücher, aber... So viele sind es dann letztendlich gar nicht. Gut, ich frag ihn mal nach der Schriftrolle Hunderte der Alten. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenarbeit. Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Ja. Bedient euch selbst und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Nee, Selbstbedienung habe ich nicht vor, mein Freund. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Erzählt mir mehr über die Schriftrolle der Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Ein Preis wofür? Wer hat die Schriftrollen der Alten geschrieben? Also gut, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ich frage ihn erstmal, ein Preis wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel.
und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Ja, ich glaube tatsächlich, ich brauche einen sehr ausgebildeten Verstand, um das zu verstehen. Aber gut. Also gut, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Die würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. So, das klingt doch schon mal besser. Eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ich lasse es jetzt erstmal. Also gut. Dann zeig mir mal, was du hast, mein Freund. Aha, da läuft so ein bisschen im Kreis rum. Kleckert sie nicht voll. So, was haben wir denn da? Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten von Septimus Signus, Akademie von Winterfeste. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einem hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben. Wenn ihr das Gewebe über eure Kiemen haltet, würdet ihr seine Struktur atmen und trinken. Obwohl die pflanzlichen Fasern eure Seele erfüllen, würde das verdammte Plankton den Stoff verschmutzen, bis er vor Prophezeiung zum Himmel stänke. Dies ist eine der Weisen, in denen die Rollen ursprünglich entstanden. Aber sind wir das Meer, der Atmende oder der Stoff, oder sind wir der Atem selbst? Können wir durch die Rollen fließen, so wie das Wissen, das ja das Wasser ist, hindurchfließt? Oder stecken wir im Morast aus Meeresdreck, der sich am Rand abgelagert hat, fest? Stellt euch wieder etwas vor, aber diesmal anders. Ein Vogel erklimmt den Wind, wird von einer Böe erfasst und von einem Stein getroffen. Wenn der Vogel verkehrt herumfliegt, kann der Stein von oben gekommen sein. Wo kam dann die Böe her? Und aus welcher Richtung? Haben die Götter etwas davon verursacht oder wurde es vom Vogel bewusst so festgelegt? Die Allsicht der Schriftrollen dreht den Geist so, dass relative Positionen in ihrem Vorrang absolut werden. Wieder bitte ich euch, euch für mich etwas vorzustellen. Dieses Mal seid ihr unter der Erde, eine kleine Eichel, welche von einer wohlmeinenden Elfenmaid zu ihrer eigenen Erbauung im Wald gepflanzt wurde. Ihr wünscht zu wachsen, aber ihr habt Angst vor dem, was ihr werden könntet, und deshalb drückt ihr das Wasser, den Schmutz in die Sonne fort und im Loch zu bleiben. Aber trotzdem werdet ihr erst durch das Drücken zu einem Baum. Wie ist das geschehen? Die Eichel ist in diesem Fall ein Baum, Ei. Und das Wissen ist das Wasser und die Sonne. Wir sind das Küken im Ei, aber auch der Dreck. Wir drücken gegen das Wissen der Schriftrollen, um sehen zu werden. Ein letztes Bild, bevor sich euer Geist vom Schock des ewigen Wissens verschließt. Ihr seid jetzt eine Flamme, die in einer riesigen Leere hellblau brennt. Mit der Zeit seht ihr eure Geschwister, die in der Ferne und neben euch brennen. Ein Meer aus winzigen Punkten, ein Sternbild aus Erinnerungen. Jeder brennt hell und flackert dann auf. Dann nehmen zwei weitere ihren Platz ein, aber nicht für immer. Damit die Leere sich nicht mit dem ranzigen Licht, das die Gedanken absorbiert, füllt. Der Geist von jedem von uns ist diese Leere und die Weisheiten der Schriftrollen sind die Lichtpunkte. Ohne ihr stechendes Licht wäre mein Bewusstsein eine große Leere, die sich ihrer Leere nicht bewusst wäre. So wie die Leere ihrer selbst gewahr ist. Aber die Feuer sind gefährlich und sie müssen vorsichtig gepflegt und gehegt und zu sich selbst und ihren Geschwistern gebracht werden. Ja, super. Es interessiert mich nicht, ob ihr es selbst geschrieben habt. Wenn ihr ein Buch wollt, kommt ihr zu mir. Ja, ist ja gut. Ich will jetzt mal gerade schauen, ob sich da in meiner Quest was getan hat. So, was haben wir das hier?
Ich habe ein von Septimus Signus geschriebenes Buch voller bizarren Geschwafel über die Schriftrollen der Alten erhalten. Er behauptet, einige Zeit im Arkaneum von Winterfeste verbracht zu haben. Frage Uruk nach dem verrückten Buch. Neue Bände sind im Arkaneum immer willkommen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Was habt ihr zu verkaufen? Eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Da! Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Frage Uruk nach dem verrückten Buch abgeschlossen. Findet Septimus Signus. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie er mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? So, wir haben ein neues Ziel bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal raus. Wir könnten natürlich auch mal nach oben gehen und uns da einfach mal umschauen. Aufschließen Gemächer des Erzmagiers. Schlüssel erforderlich. Nee, ich will nicht verärgern. Also aufbrechen will ich es nicht. So, ich gehe dann nach unten. Und dann schaue ich mir das, wenn wir draußen sind, mal auf der Karte an, wo wir jetzt hin müssen. Ich bin schon gespannt und ich würde mich freuen, wenn es mal wieder was zum Suchen gäbe, also so eine schöne Reise oder so durch die Wälder oder von mir aus auch durch die Eisberge oder so, das wäre eine feine Sache, wenn einfach mal wieder ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen könnten, das würde mich freuen. So, das würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr hier mal fertig geladen hat, was er hoffentlich bald schafft. Naja, so, hier schneit es. Und wir sind draußen. Zumindest in so einem Vorhof. Das heißt, ich werde mir das jetzt mal auf der Karte betrachten. Schau mal da hinten. Finde heraus, wo sich Schriftrollen der Alten befindet. Das heißt, wir müssen jetzt einfach so ein bisschen in den Norden laufen. Und da soll irgendwo was sein. So, das heißt, da gibt es auch keine Abkürzung oder so. Eine Wegmarke, die wir nutzen können. Wir müssen da jetzt richtig schön zu Fuß hinlaufen. Aber das ist ja kein Thema. Wir müssen da jetzt irgendwie um die Winterfeste herum. Und uns dort in die Gegend betrachten. Der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Ja, das glaube ich. Ich will mal gerade schauen. Aber hier ist ein bisschen zu hoch, um runter zu springen. Man erkennt es auch nicht gut aufgrund dieses Schneesturms hier. Aber ich glaube, das wäre nicht so toll, wenn wir da jetzt runterspringen. Da würde ich mir wahrscheinlich meinen Hals brechen. So, wir sind jetzt draußen. Wir sind jetzt wieder in Winterfest in der Stadt. Jetzt will ich nochmal auf die Karte schauen. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. In der Hoffnung, dass sich der Schneesturm hier bald verzieht und wir wieder was sehen können. So, warte mal da vorne. Ach, ich kann da nichts erkennen. Könnt ihr da was erkennen? Das könnte ein Meer sein, ne? Komm, wir schauen nochmal auf die Karte. Ja, hier sieht es so ein bisschen so aus, als müssten wir jetzt nach rechts gehen. Oder um das. Oder da schwimmen. Oder da schwimmen. Aber, warte mal. Ich glaube, fast schwimmen wäre ein bisschen schneller, ne? Ich meine, ich glaube auch, dass ich mir hier den Arsch abfriere bei dem Wetter im Wasser. Aber das macht ja unserem Helden wahrscheinlich nichts aus. Man sieht es nicht gut. Ich glaube, es ist verdammt hoch. Ich kann da nicht einfach so runterspringen. Oder kann ich doch? Da müsste es doch runtergehen hier, oder? So, genau so. Guck mal, das Wasser ist wirklich eisig. Das macht unserem Helden aber nichts, oder? Ich glaube nicht. Ist eh zugefroren. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Der kommt hier wenigstens hoch. Das ist schon mal ein Vorteil. Da können wir auf diesen Eisschichten, auf diesen Eisschollen, oder wie man dazu sagt, rumlaufen. Und damit sind wir auch schon auf der richtigen Seite. Die Frage ist nur, wie kommen wir dann den Berg hoch? Zumindest der Schneesturm scheint sich verzogen zu haben. Da vorne wütete er, aber hier nicht mehr. Gut, sehr schön.
So, mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. So, da ist ein großer Berg. Wahrscheinlich ist er wieder ganz irgendwo oben am Berg oder so. Zumindest wurde er da zuletzt gesehen, ne? Denn die aktuelle Position haben wir ja nicht bekommen. Aber wir müssen noch viel weiter nach Norden. Noch viel weiter, okay. Dann laufen wir doch nach Norden. Ich bin eigentlich ganz froh, dass man jetzt mittlerweile besser sehen kann. Da vorne kommt wieder Wasser, beziehungsweise das gefrorene Wasser. Aber wir schwimmen jetzt genau in die richtige Richtung. Wenn man sich mal hier unsere Anzeige oben betrachtet, dann sieht man, dass wir in der richtigen Richtung sind. Ich laufe da jetzt aber mal auf diesen Schollen entlang. Die Rüstung ist doch schon sehr schwer, die zieht uns immer so ein bisschen unter Wasser. So, und wen haben wir da? Freund oder Feind? Das ist hier die Frage. Ich glaube, wenn wir genug Abstand lassen, dann machen die uns nichts. Ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. So, wir gehen da einfach mal weiter. Aua, abgerutscht. Ja, diese Sprunganimation, die hätten sie irgendwie so ein bisschen schöner machen können, ne? Aber okay. So, da ist doch was. Guck mal, da ist auch ein Schiff. Ein Boot. Septimus Cygnus Außenposten entdeckt. Na, da bin ich aber mal gespannt jetzt hier. Lass uns mal hineingehen in die gute Stube. Oha. Das sieht mir so ein bisschen nach einem Dungeon aus. Gefällt mir aber ganz gut bis jetzt. Ich will aber mal was machen, bevor wir jetzt hier sterben. Und zwar abspeichern. Okay. Wow. Das ist ja richtig fett. Das ist er. Das ist er. Und wie kommen wir da am besten runter? Ach so, hier an der Seite geht's runter. Und es sieht richtig geil aus. Hier, was ist denn das für ein Kubus? Hat er ja eine schicke Wohnung hier, der Kollege. So, bleib stehen. Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Aha. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ja, ist gut. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit der Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Also, er soll ja super intelligent sein und so. Also für mich persönlich hat er einfach nicht mehr alle an der Waffel, ja. Das ist mir ganz dicht, der Kerl. Aber gut, vielleicht weiß er ja trotzdem noch mehr Informationen. Wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier, das heißt auf dieser Ebene, Mundus, Tamriel, in der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Ja, das ist mir schon klar, dass es keine 20 Lichtjahre weg ist oder 30 Millionen Lichtjahre. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was muss ich dir dann bringen, mein Freund? Seht dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse. Tief darin. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen.
In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dremerstädte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Eine geile Lache hat er ja schon, der Kerl. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von Sarg, Alftand, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Finde Septimus Signus abgeschlossen, übertrage das Lexikon. Bring in der Schriftrolle der Alten in deinen Besitz, Karte aktualisiert. So, das heißt, wir müssen da jetzt hin. Ich klicke das jetzt nochmal weg. Ich schau mal gerade, ob wir hier die Weltkarte haben. Nee, haben wir natürlich nicht. Ich klicke da mal drauf. So, dann müsste ja rein theoretisch hier angezeigt werden. Bringe die Schriftrolle der Alten in deinen Besitz. Da vorne muss es sein. Hier direkt, gar nicht weit weg. Ich bin gespannt. Gut, Freunde, ich mache mal eine kleine Pause. Ich hatte leider in den letzten Tagen nicht ganz so viel Zeit. In der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Ja, genau, mach das mal. Ich hatte die letzten Tage nicht ganz so viel Zeit, konnte nicht so viele Folgen hochladen. Aber ab jetzt habe ich wieder mehr Zeit und Skyrim wird in Kürze wieder erscheinen. Also, macht's gut, bis dann.